Oh je, welch ein Chaos. Aber all das hier verbauen wir heute da drin. Hallo Ritter des Steins und willkommen zu einer weiteren Folge und heute mal wieder aus dem vorderen Teil der Burg. Ich möchte heute die Kaserne endlich einrichten. Das heißt, ich werde in einem ersten Schritt gucken, wie ich hier überall nochmal drankomme. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach, damit es gemacht ist und ich da das auch schließen kann. In dem vorderen Bereich werden wir Aufenthaltsraum oder sowas bauen. Hier hinten kommen dann die Betten rein. Aber es heißt im ersten Schritt, um natürlich das hier alles einbauen zu können, nehme ich hier vorne jetzt erstmal ein bisschen was ab, damit wir da gut drankommen. Also, bis gleich. So, die ersten Arbeiten sind erledigt. Wie ihr seht, ich habe alles weggenommen, was jetzt mich irgendwie so ein bisschen behindert. Ich habe auch schon angefangen, den ganzen Boden rauszureißen, Noppen zu platzieren. Ich glaube, die größte Herausforderung ist heute, euch das hier alles irgendwie ein bisschen vernünftig zeigen zu können, hier auch irgendwie Licht reinzubekommen, damit man das erkennen kann. Genau, aber ich habe auch schon angefangen, eben in diesem Bereich. Also hier sind jetzt einfach nur Kisten und Fässer, so kleiner Lagerraum, den ich wieder gemacht habe. Das habe ich, das gleiche habe ich auch schon. Ja, ich nehme es auch noch ab. So, ich habe es jetzt nochmal schnell abgenommen, diesen Turm, weil diesen Eingangsbereich habe ich auch einfach nur Lagerraum reingemacht. Das heißt, da wird irgendwas. Kisten, Fässer, typische Deko halt. Aber machen wir jetzt weiter, indem wir diesen vorderen Bereich hier mal einrichten. Ich würde sagen, ich richte den auch komplett ein und dann zeige ich es euch. So, wie ihr sehen könnt, mein Kartönchen ist leer. Ich habe alles eingebaut und ich habe es doch rausgenommen, wenn ich das jetzt hier zur Seite mache. Ich konnte nicht bauen, als es eingebaut war. Deswegen machen wir es jetzt doch wieder nach und nach, dass ich euch zeige, hier, wie ich es alles eingerichtet habe. Baue es dann ein und zeige euch dann das Ergebnis auch wieder. Also, schauen wir uns das doch jetzt mal an, was ich denn da gemacht habe. Ich habe hier einfach auch wieder ein bisschen Licht. Ich habe hier zwei Tische. Einem Tisch sitzen auch zwei, machen gerade Mittagspause sozusagen. Natürlich auch ein bisschen eine Katze und an dem anderen Ende kommen schon. Auch noch eine Ratte gehört irgendwie auch dazu. Ich habe hier oben am Eck dann auch noch ein Art Sekretär, wo auch noch mal irgendwelche Post liegt. Hier ist ja dann ja, die Mauer vom Torhaus. Da oben habe ich jetzt einfach noch zwei Kommoden reingesetzt. Natürlich sind auch mal ein paar Soldaten unterwegs. Einer, der auch gerade hier dann ins Torhaus in den ersten Stockwerk reinläuft. Also, so sieht das jetzt momentan eingerichtet aus. Ich würde auch sagen, ich mache das jetzt gleich noch mit dem hinteren Teil und dann zeige ich euch das Gesamtergebnis nochmal. Genau, der hintere Teil sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt hier vorne auch erstmal, das ist ja der Gang, der den vorderen Teil verbindet mit dem hinteren Teil. Und der hintere Teil ist ja eben eher dieser Schlafbereich. Hier ist ja dann diese Tür in die Waffenkammer. Und ich habe jetzt hier vorne dran einfach nochmal einen Wuffi gesetzt, der hier natürlich auch den Soldaten Gesellschaft leistet. Ich habe jetzt dann da hinten mehrere Betten, also Hochbetten hingemacht, Stockbetten hingemacht. An die Wand habe ich dann auch noch Waffen angebracht, für die, die da halt Pause machen, die schlafen. Da hinten läuft gerade ein Soldat. Wir haben einen aufbrechenden Fußboden. Und wir haben natürlich einen, der hier gerade oben schläft. Oder sich gerade streckt, besser gesagt. Wir haben hier noch einen, der halt gerade vielleicht hochklettern möchte. Also, wir haben jetzt auch das hier eingerichtet. Aber ich würde sagen, ich baue es ein. Schauen wir uns nochmal das finale Ergebnis an. Aus der Vogelperspektive schauen wir jetzt nochmal drauf auf unser Lager. Es ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel, aber somit ist jetzt auch noch diese Lücke dieses vorderen Bereiches der Burg auch noch endlich beseitigt. Bringen wir da noch ein bisschen Licht rein. Also, schreibt mir doch gerne wieder, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Und das nächste Mal machen wir auch gleich hier vorne noch mal ein bisschen weiter. Hier fehlt ja jetzt gerade noch ein Kommandantenturm, den ich gerade abgenommen habe. Aber wir bauen an diesem Turm hier weiter. Also, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.